Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Nathalie. Heute geht es ums Umtopfen. Tatsächlich hört sich das an, als wäre das gar nicht so eine wichtige Sache, aber Umtopfen kann schon den Unterschied bei euch zu Hause machen, wenn es um eure Pflanzen geht. Wenn ihr euch manchmal fragt, warum bei euren Freunden die Pflanzen so mega toll aussehen und wachsen ohne Ende, dann kann tatsächlich ein regelmäßiges Umtopfen den Unterschied machen. In diesem Video will ich euch erzählen, woran ihr erkennt, dass eine Pflanze umgetopft werden muss, wie ihr das also bewertet. Ich möchte auch ein bisschen über Substrat sprechen, wie ihr das richtige Substrat auswählt, beziehungsweise wie ihr auch Substrate mischen könnt, wie ihr bestimmte Eigenschaften hervorruft in eurem Substrat. Und ich möchte auch darüber sprechen, welchen Unterschied Plastiktöpfe gegenüber Terrakottatöpfen machen. Ich habe eine ganze Reihe von Hauspflanzen. Ich schaffe es in der Regel nicht, die alle auf einmal umzutopfen. Das heißt, ich habe dann so kleine Umtopfaktionen zu Hause, wenn irgendwie abends mal nichts los ist. Und dann gehe ich her und topfe zwei, drei Pflanzen um. Tatsächlich sind es aber einfach viel zu viele, um das alles auf einmal zu machen. Bei einigen Pflanzen habe ich Dinge gefunden, die ich so nicht erwartet hätte. Ich habe das alles mitgefilmt und ich werde euch das im Verlauf des Videos auch zeigen. Zunächst möchte ich mal darüber sprechen, wann man eigentlich umtopft. Generell sagt man, man topft jede Pflanze einmal im Jahr um, am besten im Frühjahr, weil das Frühjahr markiert den Beginn der Wachstumssaison. Das heißt, über den Sommer wächst die Pflanze, bildet neue Blätter aus, bildet auch ihr Wurzelwerk aus und deswegen sollte sie ausreichend Platz zu Beginn der Wachstumssaison, also im Frühjahr, haben. Das ist jetzt erstmal die grundsätzliche Regel, aber es gibt wie immer bei jeder Regel auch ganz viele Ausnahmen davon. Und zwar, wenn jetzt zum Beispiel mit eurem Substrat irgendwas nicht stimmt oder ihr vermutet, dass die Pflanze tatsächlich irgendeine Krankheit hat, Wurzelfäule und so weiter, dann würdet ihr natürlich auch außerhalb oder zu einem anderen Zeitpunkt außer im Frühjahr umtopfen. Dann ist es eigentlich fast ganz egal, wo ihr im Jahr seid. Auch wenn ihr eine sehr langsam wachsende Pflanze habt, dann müsst ihr nicht jedes Jahr umtopfen. Man kann dann mal kurz reingucken in den Topf und wenn man einfach noch überhaupt keine Wurzeln sieht, dann ist einfach noch genug Platz vorhanden und dann muss auch diese Pflanze nicht umgetopft werden. In diesem Fall würde man dann nur alle 2 Jahre umtopfen. Welche Pflanzen sollte man jetzt umtopfen? Also wie entscheidet man, ob eine Pflanze umgetopft werden muss oder nicht? Der erste Grund ist erstmal, wie ich eben schon gesagt habe, Wachstum. Die Pflanze braucht Platz in ihrem Topf. Das heißt, wenn ihr die Pflanzen rauszieht aus dem Topf und ihr seht, die Wurzeln haben das Substrat vollständig durchdrungen, dann ist das absolut ein Grund, um umzutopfen und der Pflanze einfach mehr Wachstum zu ermöglichen. Es gibt Pflanzen, die besser damit zurechtkommen, dass die Wurzeln schon das komplette Substrat durchdrungen haben. Da kann man so ein bisschen googeln, aber in der Regel ist es so, wenn ihr die Pflanze wirklich aus dem Topf holt und ihr seht nur noch Wurzeln, dann ist es Zeit zum Umtopfen. Wenn ihr neue Pflanzen kauft, dann kauft ihr in der Regel Jungpflanzen oder zumindest Pflanzen, die das Hauptwachstum noch vor sich haben. Und auch da ist es immer sinnvoll, erstmal umzutopfen, wenn man sich eine neue Pflanze nach Hause holt. Grund Nummer 2, warum man seine Pflanze umtopfen sollte, ist, dass man einfach einen jährlichen Wurzelcheckup macht. Wenn man sich die Wurzeln der Pflanze anguckt, kann man sehr, sehr viel über die Pflanze lernen. Also erstmal durch die Farbe, wie die Wurzeln aussehen, teilweise auch durch den Geruch. Wenn was falsch läuft, dann riecht man das tatsächlich auch bei der Pflanze. Man darf sich jetzt auch nicht erschrecken, wenn man zwei sehr unterschiedliche Pflanzen hat und die sehen wurzeltechnisch sehr, sehr unterschiedlich aus. Das kann schon sein. Also es macht schon einen Unterschied, ob ich ein Alpenveilchen umtopfe oder ein Philodendron. Die haben unterschiedliche Wurzeln, die sehen einfach unterschiedlich aus. Das ist jetzt erstmal nichts Dramatisches. Nichtsdestotrotz, wenn die Wurzeln krank aussehen, dann besteht einfach Handlungsbedarf. Und das seht ihr in der Regel nur, wenn ihr die Pflanze aus dem Topf holt und euch die Wurzeln anschaut. Grund Nummer 3 kann sein, dass ihr das Substrat austauschen müsst. Das kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht habt ihr eine Pflanze in ein falsches Substrat getopft oder das Substrat ist einfach so alt und verklumpt, dass ihr es austauschen wollt. Es kann auch sein, dass ihr eine neue Pflanze gekauft habt und ein komisches Substrat irgendwie dabei habt. Ich hatte schon den Fall, dass ich Pflanzen neu gekauft hatte und die in der Gärtnerei sehr schlimm überwässert wurden. Und dadurch hatte sich dann schon ein ganz leichter Schimmel oben auf dem Substrat gebildet. Das hatte ich nicht gesehen, sonst hätte ich die Pflanze wahrscheinlich gar nicht gekauft. Aber um das zu reparieren bzw. zu retten, habe ich auch das ganze Substrat entfernt und habe die Pflanze in neues Substrat gesetzt und sie dann auch erstmal weniger gegossen. Also das auch noch so als Anwendungsbeispiel. Wenn ihr irgendwas seht, eine Schimmel- oder eine Moosschicht und ihr wollt das loswerden, auch dann könnt ihr das Substrat austauschen. Grund Nummer 4 und auch der letzte Grund auf meiner Liste jetzt erstmal, warum man umtopfen sollte, ist, damit ihr Stecklinge nehmen könnt und eure Pflanzen teilen könnt. Wenn eure Pflanzen zu groß werden, beziehungsweise wenn ihr Ableger haben wollt,
dann bietet sich der Zeitpunkt des Umtopfens wirklich an, um das zu tun. Viele Pflanzen werden ja wirklich über Wurzelballenteilung oder Rhizomteilung vermehrt. Und das könnt ihr natürlich nur machen, wenn ihr den Topf aufmacht bzw. in die Erde reingeht und tatsächlich die Pflanze auch aufteilt. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Pflanzen zusammensetzen wollt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Efeutute habt und ihr wollt die voller machen, dann bietet sich der Zeitpunkt des Umtopfens auch für die genau entgegengesetzte Richtung an, also dass ihr mehrere Pflanzen zusammensetzt. Ich habe mir ein paar Pflanzen rausgesucht, die ich in den letzten Wochen umgetopft habe und bei denen irgendwas Spezielles aufgefallen ist, also ob das jetzt eine Krankheit war oder einfach, dass die ihren Topf schon fast zum Platzen gebracht haben. Wie gesagt, ich hatte mitgefilmt und ich werde euch jetzt diese Beispiele zeigen, einfach auch um ein bisschen die Erfahrung zu teilen, dass ihr seht, was beim Umtopfen alles so zum Vorschein kommen kann. Die erste Pflanze, die ich hier auf meiner Liste habe, ist der Philodendron Imperial Green. Das ist ein sehr großer, buschig wachsender Philodendron. Der hat seinen Topf fast zum Platzen gebracht. Also das war ganz klar ein Platzproblem, das ich da hatte. Ich musste den umtopfen einfach, weil der wäre sonst, ich weiß nicht, ob er eingegangen wäre, wahrscheinlich nicht, aber er wäre nicht weiter gewachsen. Ich zeige euch den mal ganz kurz, wie er jetzt aussieht, weil er hat so viel Wachstum angesetzt seitdem. Ich habe ihn umgetopft vor ungefähr 4 Wochen, glaube ich. Und ich kann gar nicht zählen, wie viele neue Blätter er hat, aber mindestens 8 habe ich jetzt auf den ersten Blick gesehen. Diese Pflanze hat also auf den zusätzlichen Platz wirklich nur gewartet, weil sie weiter wachsen wollte. So. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt, aber man sieht einige Blattspitzen, die sich jetzt hier aufrollen. Und ja, das Wachstum ist wirklich Wahnsinn. Dieser Philodendron wächst auch über den Winter weiter. Das heißt, der hört nicht auf zu wachsen, auch wenn die Wachstumssaison eigentlich vorbei ist. Den dünge ich weiter und der bekommt auch ein Wachstumslicht. Wichtig ist bei dem Philodendron bzw. bei allen Pflanzen, dass ihr einen Topf wählt mit Ablauflöchern, dass sich das Wasser da drin nicht staut. Wenn es euch mal passiert, dass ihr überwässert habt, also dass ihr wirklich zu viel Wasser in den Topf gegeben habt, dann kann das Wasser unten ablaufen und dann kann der Schaden gar nicht so groß werden, als wenn ihr jetzt einen geschlossenen Topf hättet. Weil dann kann das Wasser definitiv nicht unten entweichen. Und das wird für die meisten Pflanzen wirklich schnell problematisch. Weil davon abgesehen, dass ihr im Winter so gut wie keine Wasserverdunstung habt. Das Substrat, in dem ich ihn gepflanzt habe, ist ein hauptsächlich aus Kokosfaser bestehendes Substrat. Das war 2 Monate vorgedüngt. Das bedeutet, da ist schon ein gewisser Anteil an Dünger in dem Substrat. Aus dem Grund brauche ich ihn jetzt erstmal nicht düngern für die nächsten 2-3 Monate. Und man sieht, dass er schon nach wenigen Wochen wirklich diesen Dünger eingesetzt hat, um neue Blätter auszubilden. Bei dieser Pflanze geht es wirklich nur um Wachstum. Wichtig zu wissen ist auch, dass wenn ihr umtopft, das bedeutet immer erstmal Stress für die Pflanze. Ihr solltet die Pflanze so gut wie möglich darauf vorbereiten. Das heißt, gießt sie vorher, seht zu, dass sie nicht welk ist, schaut, dass genug Wasser in den Wurzeln gespeichert ist, topft sie dann um, wässert sie auch danach wieder ein. Und ganz wichtig, düngt sie nicht gleich. Dadurch, dass die Wurzeln offen gelegen haben, und Wurzeln sind ja eigentlich nicht dafür da, um an der Luft zu sein, sondern die wollen im Substrat sitzen, kann es sein, dass ihr die Oberfläche, auch durch das ganze Handling, die Oberfläche der Wurzeln vielleicht ein bisschen beschädigt habt. Und wenn ihr da jetzt gleich aggressiv mit Dünger dran geht, kann es wirklich zu größeren Wurzelschäden kommen. Wässert eure Pflanzen gut vor und nach dem Umtopfen, aber haltet euch ein bisschen zurück mit dem Dünger. Wartet da einfach 2-3 Wochen und dann könnt ihr nochmal weiter düngen. Genau, man muss auch immer auf die Packung von dem Substrat schauen. Es kann sein, dass ihr schon eine gewisse Düngermenge in dem Substrat selbst habt. In dem Fall würdet ihr dann auch mit dem Dünger noch ein bisschen länger warten. Die zweite Pflanze, die ich euch zeigen möchte in diesem Umtopf-Video, ist meine Monstera Deliciosa. Ich habe vor Jahren eine gehabt, ich habe sie geliebt, ich musste sie hergeben. Und jetzt habe ich mir eine Babypflanze gekauft. Ich glaube, sie hat 6 € oder so gekostet, also eine ganz süße kleine Pflanze. Auch diese habe ich direkt nach dem Kauf umgetopft, weil ich einfach wissen möchte, wie die Pflanze aussieht. Sie sah sehr gesund aus, aber man weiß ja nie. Deswegen habe ich den Topf aufgemacht. Und aufgemacht ist jetzt hier so ein bisschen leicht dahergesagt, weil den musste ich wirklich aufschneiden. Die Pflanze hat den Topf komplett eingenommen. Die Wurzeln waren so mächtig, dass ich konnte den Topf einfach nicht mehr abziehen. Die Wurzeln kamen auch schon unten aus dem Topf raus. Das ging nicht anders, als den Plastiktopf einfach aufzuschneiden. Bei der Monstera war der Grund für das Umtopfen ein bisschen ähnlich wie bei dem Philodendron, der ersten Pflanze, die ich euch gezeigt habe.
Hier geht es wirklich auch einfach um Wachstum, der Pflanze genug Platz zu geben, dass sie jetzt über den Sommer wachsen kann. Dass ich sie umgetopft habe, ist auch schon wieder ein paar Wochen her und man sieht, es hat sofort funktioniert. Die Pflanze hat gemerkt, sie hat mehr Platz und ja, es kommen neue Blätter. Hier eins und hier bildet sich auch schon das nächste. Also da freue ich mich auf sehr, sehr ausgiebiges Wachstum über die nächsten Monate. Die nächste Pflanze ist die Zamioculcas, die ich umgetopft habe. Die habe ich tatsächlich schon zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres umgetopft. Ich habe sie damals gekauft. Sie waren im sehr engen Pott. Ich habe sie auch auseinandergenommen. Das heißt, ich habe zwei Pflanzen draus gemacht. Und einer Pflanze ging es ziemlich schlecht danach. Ihr seht, die eine Pflanze hat angefangen, Ableger zu bilden ohne Ende. Und die andere Pflanze hatte überhaupt nichts gemacht. Und ich muss sagen, die sitzen im gleichen Substrat, aber an unterschiedlichen Standorten im Haus. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass da ziemlich viele kleine Mücken in der Pflanze drin sind und habe dann beschlossen, die Pflanze aufzumachen, den Topf aufzumachen und mir das anzugucken. Ihr werdet jetzt in dem Umtopf-Video auch ein paar Fliegen sehen und tatsächlich haben diese Fliegen nur die geschwächte Pflanze befallen. Dadurch, dass sie in einem dunklen Ort gestanden hat und das Substrat relativ wasserspeichernd war, ist es tatsächlich passiert, dass sie überwässert wurde. Und wie so oft, Schädlinge gehen immer an die schwächste Pflanze, beziehungsweise an die kranke Pflanze oder an die Pflanze, die durch irgendeinen Umstand geschwächt wurde. In dem Fall war es jetzt so, die Pflanze wurde überwässert, wurde dadurch geschwächt und dann gab es eben diesen Mückenbefall. Dann bin ich hergegangen, habe das Substrat ausgewechselt, habe die Mücken entfernt, habe das Substrat entfernt, in dem die Mücken gelebt haben. Und die sind dann auch verschwunden. Also die sind nicht an die anderen Pflanzen gegangen. Die anderen Pflanzen hatten einfach genug, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, Abwehrkräfte, aber die waren stark genug, sodass es da eben keinen weiteren Befall gab. Ja, ich habe dann auch mal davon abgesehen, die Pflanze weiter zu wässern. Und man sieht jetzt auch schon, auch dieser Pflanze hat es sehr, sehr gut getan. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber es gibt jetzt hier den ersten Ableger. Das heißt, die hat sich erholt, die Mücken sind weg. Und es ist immer sinnvoll, wenn ihr irgendwas seht, egal was es ist, ob das irgendwelche Blattläuse sind oder Mücken, nehmt die Pflanze sofort auseinander, schaut sie euch an, separiert sie auch von euren anderen Pflanzen und versucht einfach so viel von dem Schädlingsbefall physisch zu eliminieren, also abzuwaschen oder das Substrat zu wechseln, was auch immer. Versucht es wegzubekommen, so früh wie möglich, also in dem Moment, wo ihr es seht. Die letzte Pflanze, die ich euch zeigen möchte, ist meine Alocasia Stingray. Über die habe ich ja auch schon oft gesprochen. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich sie umgetopft habe. Was bei mir dieses Umtopfen von dieser speziellen Pflanze getriggert hat, war, dass sie plötzlich verwelkt ist. Also Alocasias wollen immer feucht stehen, die dürfen nicht austrocknen. Und ich habe sie auch immer fleißig gegossen und plötzlich, obwohl wir immer noch im Winter waren, also das heißt, die Umgebung hat sich nicht wirklich verändert, trotzdem wurden die Abstände kürzer, in denen ich sie wässern musste. Und mir ist es wirklich auch einmal passiert, dass ich sie nicht genug gewässert habe und sie dann ziemlich schlapp gehangen hat. Wenn sich jetzt eine Pflanze vom Verhalten her sehr, sehr ändert und die anderen Parameter, also eure Raumtemperatur, hat sich vielleicht nicht geändert, dann ist das auch nochmal ein Hinweis, dass man sich die Pflanze mal von unten anguckt. Ich habe sie dann aus dem Topf rausgezogen und habe gesehen, dass ich einfach Hauptwurzeln, also die dicken, großen, lebenswichtigen Wurzeln für die Pflanze schon am Grund des Topfes befinden, also praktisch nicht mehr im Substrat waren. Und jetzt macht natürlich auch dieses Austrocknen Sinn, weil die Wurzeln ja nicht mehr von Wasserspeichern im Substrat umschlossen waren, sondern praktisch offen gelegen haben, kann man vielleicht so sagen. Und in dem Moment trocknet sie dann einfach viel, viel schneller aus. Ich habe also einen größeren Topf genommen, ich habe den mit Substrat gefüllt und dann habe ich noch eine weitere Sache gesehen, die ich so nicht erwartet habe und wo ich im Moment auch immer noch nicht genau weiß, was es ist. Erst habe ich gedacht, das wären Wurzeln irgendwie aus dem vorhergehenden kleinen Anzuchttöpfchen, wo die Gärtnerei selber umgetopft hat. Aber dann habe ich gesehen, es war wie eine Art Drahtkörbchen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Entweder hat es irgendwas mit der Anzucht zu tun, dass als die Pflanze kleiner war, sie da drin gesessen hat. Oder es ist eine Rhizomsperre, dass sich die Pflanze nicht fortpflanzt, also Ableger produziert. Ich weiß es nicht. Ich habe es rausgeschnitten. Wenn einer weiß, was das ist, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich habe es entfernt, weil das einfach die Pflanze eingeengt hat und behindert hat.
Also ich habe wirklich auch gegoogelt, was dieses Drahtkörbchen sein soll oder wozu es gut ist. Und ich habe nichts gefunden. Ja, ich weiß wirklich nicht, was es ist. Aber das sind auch so Sachen, wenn man eben umtopft und einfach den Sachen mal auf den Grund geht, dann findet man Sachen und vielleicht auch die Gründe für ja, Austrocknen oder irgendwelchen komischen Verhaltensweisen der Pflanzen und kann das dann eben auch abstellen oder behandeln. Ich habe noch viele andere Pflanzen umgetopft. Teilweise seht ihr die Umtopfaktion auch in den entsprechenden Videos. Bei der Alocasia ziprina zum Beispiel habe ich Wurzelfäule entdeckt. Das seht ihr in dem entsprechenden Video. Ich habe auch noch meinen Ficus lyrata umgetopft und so weiter. Also ich habe noch, das waren nicht alle, das waren jetzt nur ein paar Beispiele, weil ich euch unterschiedliche Dinge zeigen wollte, die ich beim Umtopfen entdeckt habe. So, welches Substrat benutzt ihr jetzt beim Umtopfen? Also es geht darum, dass ihr nicht zu wasserspeicherndes Substrat benutzt. Also ich benutze immer Kokosfaser und mische das ab und zu noch mit Kaktussubstrat zusammen. Kaktussubstrat sind eigentlich im Prinzip nur kleinere Steinchen. Es geht ja darum, dass das Wasser richtig schnell abfließt. Und wenn ihr jetzt eine Pflanze habt, die ein bisschen mehr Wasser gespeichert haben möchte, dann könnt ihr auch einfach Gartenkompost dazu mischen. Beziehungsweise normale Gartenerde. Ihr müsst also das richtige Level finden. Ihr müsst wissen, wie viel Wasser braucht eure Pflanze. Möchtet ihr eher feucht stehen, dann ist der Anteil an Gartenerde höher. Möchtet ihr eher trocken stehen, dann ist der Anteil an Kokoserde höher. Und wenn sie richtig trocken stehen möchte, dann könnt ihr einen Sukkulenten- oder Kaktusmix einfach benutzen. Jetzt noch ganz schnell zu dem Unterschied Plastik- oder Terrakotta-Töpfe. Es gibt eigentlich nicht eine generelle Aussage, was jetzt besser ist. Für manche Pflanzen ist Terrakotta besser geeignet und für manche Pflanzen ist Plastik besser geeignet. Wie ihr euch schon denken könnt, Plastik lässt das Wasser nicht so schnell verdunsten. Terrakotta ist porös an den Seiten, also da geht das Wasser dann eben auch seitlich raus. Eine Calathea zum Beispiel oder eine Alocasie würde ich immer in Plastik pflanzen. Eine Sukkulente dann vielleicht eher in Terrakotta. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel über Umtopfen sprechen kann. Ich könnte noch bestimmt 20 Minuten weiterreden. Wie auch immer, ich mache jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Inhalte gefallen, bitte abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!